Ja, lieber Georg, ich wünsche dir einen ganz guten Start in Limburg. Ich glaube, dass du wirklich der richtige Mann dafür bist, wie ich dich kenne. Und ich glaube, dass du mit der nötigen Bodenständigkeit und Offenheit diesen Weg gehen wirst. Ich glaube, das Bistum kann sich auf dich freuen. Alles Gute dir, Gottes Segen. Also ich freue mich sehr, dass wir mit ihm jemanden haben, dem wir uns anvertrauen können, auch menschlich, auch geistlich. Und weil wir wissen, dass er sich uns anvertraut und in der Atmosphäre weiterarbeiten zu können, das wird uns allen gut tun. Ja, wir wünschen ihm einfach gottesreichen Segen. Wir freuen uns, dass er hier ist. Und wir glauben ganz fest, dass es gut für das ganze Bistum ist. Alles Gute! Ich wünsche dem Bischof von Limburg, dem neuen Bischof, dass er immer nah an den Menschen ist und mit ihm diese Wege geht. Ich freue mich auf den neuen Bischof, weil ich froh bin, dass wieder Ruhe einkehrt, hoffentlich, und alle wieder gerne in der Kirche mitmachen, auch die Ehrenamtlichen, die ja sehr viel gebraucht werden, und die Kirche wieder ein besseres Image bekommt. Wir freuen uns, dass Dr. Georg Batzing als neuer Bischof von Limburg heute geweiht wird und eingeführt wird. Wir sind, kommen vom BDKJ, wir sind der Vorstand, und im Namen unserer Jugendverbände heißen wir ihn herzlich willkommen in unserem Bischof, unserem Bistum, unserem neuen Bischof, und hoffen, dass er viel für die Jugendarbeit, für die Verbände tun wird, offenes Ohr hat für unsere Anliegen, und wir sind gespannt auf die kommenden Monate. Ich freue mich auf den neuen Bischof, weil er für mich einen sehr gewinnenden, freundlichen, kompetenten Eindruck macht. Natürlich sind wir jetzt erstmal froh, wenn er mit uns den synodalen Weg weitergeht, und wir in unserer Pfarrei befinden uns auch im Pfarreiwerdungsprozess, dass er uns auch dort aktiv mit begleitet und uns auch vielleicht Ideen mit an die Hand gibt, wie es weitergehen kann. Ja, ich erwarte eigentlich, dass er diese ganze Unruhe im Bistum etwas mal beruhigt. Es wird zwar bestimmt einige Zeit dauern, aber durch seine ruhige und warmherzige, durch sein Wesen nehme ich an, dass er das auch gut in den Griff bekommt. Also aussehen tut er sehr gut, muss ich sagen, wenn ich ihn als Mann betrachte. Ein besonders schöner Mensch, aber gut, ich bin ja auch älter. Alles Gute, und ich glaube, wir haben ihn alle schon so erlebt, das kann nur gut werden, wie er hier im Bistum ankommt und sich gibt und mit den Leuten spricht. Das ist, glaube ich, auch ein warmer und moderner und guter Bischof.